Guten Abend zusammen. Liebe Passantinnen und Passanten, liebe Vorübergehende und Eilige, die ihr heute keine Zeit habt, keine Zeit, um mit uns an der hier stattfindenden Besinnung teilzunehmen. Vermutlich seid ihr an Prioritäten gebunden und durch Termine gehindert, um mit uns dem Thema nachzudenken, das uns immer wieder hier versammelt und zusammenbringt. Wir verweilen und ihr eilt. Und so ist es durchaus möglich, dass wir im Wege stehen und ein wenig bei euch anecken. Wenn es denn so wäre, dann bitte ich um Nachsicht. Aber um Entschuldigung bitten kann ich nicht. Weder ich noch die hier Versammelten, da bin ich mir sicher, sehen den Sinn der montäglichen Veranstaltung darin, euch, liebe Mitbürger, vorsätzlich Nachteile aufzuhalten oder euch, ihr Bürger dieser Stadt, mutwillig und willkürlich in eurer Lebensqualität zu beeinträchtigen. Denn auch wir hätten anderes zu tun. Auch wir wollen unsere Lebenszeit für andere Zwecke nutzen, möchten schon lange zurückgestellte Pläne und Vorhaben angehen, statt hier Woche für Woche zu stehen und zu demonstrieren. Doch wir stehen hier, weil wir irgendwann bemerkt haben, aus unterschiedlichsten beruflichen und privaten Zugängen heraus, mitten in unserem Alltag, dass da was mit uns geschehen soll, mit uns gemacht werden soll, wir als Mittel zu einem Zweck gebraucht und benutzt werden sollen. Und jeder von uns hat es auf eigene Weise bemerkt. Wir sind dann ein wenig langsamer gelaufen als sonst, sind sogar in Stocken gekommen, auch dank Herrn Stocker, haben mit Hilfe des eigenen Sachverstandes, mit Hilfe der eigenen Erfahrungen, sei es als Pendler oder Reisender, als Eisenbahner, als Architekt, als Ingenieur, als Stadtplaner, Künstler, Beamter, Arbeiter oder als Mensch mit Handicap bemerkt, was geht da eigentlich vor sich? Was geht da vor? Was ist geplant, wenn in luftig, euphorisch und rosaroter Seifenblasenrhetorik Politiker, Unternehmer, Spekulanten und Journalisten vom Wohl von Pendlern reden, von Vorteilen für Reisende, von grandiosen Entwicklungsmöglichkeiten für Stadt, Land und Region palabern und Fortschritts-, Mobilitäts- und Innovationskategorien gebetsmühlenartig aneinanderreihen. Und die, die da langsamer gelaufen sind, selbst gedacht haben, die haben mit Erstaunen, Ungläubigkeit und zunehmender Empörung festgestellt, dass diejenigen, die so großspurig vom Wohl für andere reden, vor allem ihr eigenes Wohl und dessen Mehrung im Blick haben. Dass alles Reden, alle Kommunikation mit den Bürgern nur dazu dient, sie vor eine Wahl zu stellen, die von anderen schon entschieden wurde. Dass wir etwas für gut befinden sollen, dass ein Bahnhof
und eine zu ihm gehörende, mehr als ausreichende und vielfältig anpassbare Infrastruktur vorsätzlich schlecht geredet wird und bewusst vernachlässigt wird. Und wir als Bürger es für gut befinden sollen, dass stattdessen ein absurd teurer Neubau durchgedrückt werden soll, der sich darin auszeichnet, dass er für obszön viel Geld grotesk wenig Leistung bietet. Herr Professor Martin, was bleibt mir denn zu denken anderes übrig, wenn Sie sich zitieren lassen mit den Worten, der heutige Stuttgarter Hauptbahnhof entspricht 16 nebeneinander liegenden Sackgassen. Wenn ein Zug diagonal ausfährt, versperrt dieser eine Zug alle anderen Ein- und Ausfahrten. Herr Grube, was bleibt mir denn zu denken anderes übrig, wenn Sie im Radio im Brustton der Überzeugung sagen, der neue Bahnhof hat halb so viele Gleise und wird doppelt so viele Züge pro Stunde abwickeln? Was bleibt mir, meine Herren, bei solchen Aussagen denn anderes übrig, als den Schluss zu ziehen, dass Sie mich in geradezu unverschämter, unverfrorener Art und Weise für dumm verkaufen wollen? Dass uns eine schon vorher bekannte Minderleistung als Leistungssteigerung verkauft werden sollte, das ist das eigentlich Empörende. Wir sollen etwas für gut befinden und etwas wollen, das uns zurückwirft. Und eben nicht nur uns, die wir hier stehen, sondern auch die vielen, die mit der Bahn tatsächlich und Tag zu Tag zu tun haben. Mathematisch-statistische abgesicherte Modelle zu Schienenverkehren und konkreter Bahnbetrieb sind von zweierlei Qualität. Das gilt immer, aber es gilt vor allem dann, wenn wir uns als Pendler, als Reisende, als S-Bahn-Nutzer, als Stadtbahnfahrer begreifen. Und die sich doch schon heute, bevor sie aus dem Haus gehen, fragen und jeden Tag doch ein bisschen besorgter, was wird der Tag wohl heute wieder bringen? Welche Linie ist heute dran? Wie geht heute das große DB-Signal- und Weichenstörungsroulette für mich aus? Oder gibt es heute schon und heute schon wieder die doppelte Gewinnchance durch die Kombination mit der VVHS-Bonusfrage? Wo lauert und wie lange dauert die Türstörung des Tages? Und als Gewinn winken 40%, 40 Minuten Zusatzverspätung. Liebe eilige, nicht verweilende, die Montagsdemos zielen nicht auf eure Verärgerung, sondern dienen einer Besinnung, wobei Besinnung mit Besinnlichkeit nicht viel zu tun hat. Besinnung, so sagt es der zurzeit viel gescholtene, vermutlich wenig gelesene und noch seltener verstandene Martin Heidegger, Besinnung besteht darin, die Wahrheit der eigenen Voraussetzungen und den Raum der eigenen Ziele zum Fragwürdigsten zu machen. Und das täte doch einem jeden Menschen gut und einer Gesellschaft als Ganzer erst recht. Und ganz besonders täte es denjenigen gut, die immerzu von Fortschritt reden und nicht im Ansatz bereit sind, über den Standpunkt von wo aus und über die Richtung wo denn hin nachzudenken. Fortschritt ohne Besinnung
führt zu einem Rennen im Kreis. Und wer im Kreis rennt, dem nützt es doch wenig, wenn er noch ein bisschen schneller rennt, weil er meint, dann sein Ziel früher zu erreichen. Liebe Eilende und hier Nichtverweilende, diejenigen, die hier Woche für Woche stehen, bilden seit geraumer Zeit einen kleinen, aber wirksamen Pfahl im Fleisch der öffentlichen Meinung und reibungsfreien Ordnung. Die, die hier stehen, sind die regelmäßig wiederkehrenden Störer des Alltäglichen, sind die Steine in einem Bachbett, an denen sich das stromlinienförmige Dahinfließen des Alltags bricht. Die hier Stehenden sind überzeugt, dass es sich lohnt, für eine Sache einzustehen, auch wenn eine Mehrheit es anders sieht. Denn die hier Stehenden wissen, Mehrheit und Sachverstand haben nicht immer so viel miteinander zu tun. Wer gravierende Missverständnisse erkennt und Argumente dafür aufzeigen kann, der kann nicht einfach aufhören und sagen, die Mehrheit hat entschieden, dann wird schon alles gut. Die Orientierung an der Wahrheit ist der Legitimationsgrund jeder Mehrheitsentscheidung. Liebe Eilende, Nichtverweilende, Sie können sicher sein, die hier Versammelten haben schon vor der Bemerkung Sigmar Gabriels, dass es Wichtigeres auf der Welt gibt, als gegen einen neuen Bahnhof zu protestieren, darüber nachgedacht. Die haben darüber nachgedacht, ob es richtig ist, hier Woche um Woche die Stimme zu erheben und für eine Sache einzutreten, von der sie sehr wohl wissen, dass von ihr nicht Wohl und Wehe der Welt abhängen, es bei ihr nicht um Krieg und Frieden geht. Lieber Herr Gabriel, aber das soll Ihnen doch noch einmal ausdrücklich gesagt werden. Wir alle wissen, auf welch schmalem Grat wir uns bewegen. Aber gerade weil wir uns besinnen, das heißt unseren Standpunkt reflektieren, unsere Ziele überprüfen, können wir Ihnen sagen, ja, Herr Gabriel, Sie haben ja recht, es gibt Wichtigeres als diesen Bahnhof da vorne. Doch das muss Ihnen auch gesagt werden, Herr Gabriel, wären Sie ein Erzengel, ja ein Engel nur, dann wäre bei uns eben die Sorge nicht da, dass Sie mit Ihrer Bemerkung etwas ganz anderes im Sinn haben, als uns zur Besinnung zu bringen. Lieber Herr Gabriel, nun sind Sie halt ein Politiker, ein Wirtschaftsminister, ein Vizekanzler gar. Nehmen Sie es uns also nicht übel, wenn wir davon ausgehen, dass es Ihnen in erster Linie gar nicht darum geht, uns zur Besinnung zu bringen, sondern dass Ihr primäres Ziel darin liegt, uns zum Schweigen zu bringen. Nicht mit uns, Herr Gabriel, denken Sie doch ein wenig selbst nach. Würde man denn Ihrer Meinung folgen? Wer hätte dann überhaupt noch das moralische Recht zu demonstrieren? Gäbe es nicht immer einen, der dann sagt und zu Recht sagt, ihr habt zu schweigen, denn es gibt noch ein viel größeres Unrecht als das, wogegen ihr hier vor Ort demonstriert. Ich wiederhole mich gerne. Wir wissen doch selbst, dass wir einen schmalen Grat begehen und jede Woche herausgefordert werden von unserem Gewissen.
Vor unserem Gewissen haben wir uns zu rechtfertigen, Herr Gabriel, nicht vor Ihnen. Liebe eilige Nichtverweilende, ob die öffentliche Bekundung des Protests zum Erfolg führt, das ist und bleibt offen. Alle hier wissen um die begrenzte Wirkung ihres Tuns. Aber diese hier und ich mit Ihnen glauben, dass eben umfassendste Planungen und Berechnungen nicht ausreichen, das Schicksal bzw. die Entwicklung einer Gesellschaft zu steuern, zu lenken oder gar zu gestalten. Das Unverfügbare lässt sich nicht berechnen und auch nicht beherrschen. Das merken doch schon die, die meinen, man könnte die Natur rechnerisch in den Griff bekommen. Und die werden ihre quälenden Wunder noch erleben, wie auch ihre Berechnungen noch ganz schön ins Erdrutschen kommen werden. Die den Bahnbetrieb nur aus der Simulationsperspektive kennen, die werden staunen, wie bockig ein Bahnhof werden kann, wenn er mit Gleisneigungen gequält wird, die schon nicht mehr mit abenteuerlich, sondern nur noch mit dem Attribut kriminell bezeichnet werden können. Man darf keine Bahnhöfe bauen, in denen die Gleisneigung so groß ist, dass keine Fahrtrichtungswechsel, Verstärkungen, Schwächungen, Lokwechsel, Bremsproben, keine gegenläufigen Doppelbelegungen mehr durchgeführt werden dürfen. Also all das, was ein Eisenbahnbetrieb erfordert, wenn er aus der Perspektive der Reisenden gedacht wird und aber auch für Eisenbahner vernünftig durchgeführt werden soll. Wer so etwas plant und genehmigt, der muss sich schon fragen lassen, ob er noch alle Räder auf der Schiene hat. Liebe eilige Nichtverweilende, wir laden euch herzlich ein, hier mitzumachen und das heißt immer mitzudenken. Diejenigen, die hier Woche für Woche stehen, denen sei gesagt, ihr steht für viele, die so denken wie ihr und doch nicht hier sind. Ihr, die ihr hier seid, Woche für Woche, euch gebührt nicht Missachtung, sondern alle Achtung. Ihr verdient einen Preis für bürgerliches Engagement. Geld regiert die Welt, aber gibt ihr noch keinen Sinn. Die Gedanken, die wirklich lenken, die kommen ohne Geld und manchmal auf leisen Sohlen. Heidegger zitiert einmal Nietzsche und lässt sich von ihm sagen, Gedanken, die mit Taubenfüßen kommen, lenken die Welt. In Stuttgart gibt es eine ganze Menge Tauben. In diesem Sinne ist es nicht notwendig, in die Luft zu gehen. Es reicht, wenn wir oben bleiben. Fürs Herz. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Rohrhirsch. Professor Rohrhirsch, der als gelernter Philosoph auch seinen Hegel gut kennt und den politisch Verantwortlichen den Spruch, der an unserem Bahnhof hängt oder hing, zuruft: Die Furcht vor dem Irrtum ist der Irrtum selber.
das zu kapieren. So weit sind die aber noch lange nicht. Da braucht es weiterhin unseren Druck. Auf der Straße und Herr Rohrhirschs Rede ist auch eine Erinnerung an uns selber. Wir halten mit unserem Protest nicht deshalb durch, weil uns montags nichts anderes einfallen würde, sondern weil wir ein Feuer am Brennen halten wollen, um Licht zu machen bei denen, die immer noch freiwillig im Dunkeln herumtappen.